Auf diese Bilder hatte der FC Energie im nächsten Jahr wieder eine Chance. Der Schmerz vom Abstieg in Liga 4 sitzt tief, trotzdem ist an Aufgeben nicht zu denken. Im Verein laufen die Vorbereitungen für die nächste Saison. Und um die erfolgreich bestreiten zu können, braucht es Geld. Mit einem letzten Spiel am Samstag könnte die Mannschaft da schon mal etwas in die Kassen spülen. Für den Gewinner des Landespokalfinales gibt es 200.000 Euro. Dafür muss Energie gegen den FSV Optik Rathenow gewinnen. Deswegen gilt es da seriös, das habe ich auch zu den Spielern gesagt. Fakt ist auch, wir sind alle unter Vertrag bis zum 30.06. Das ist unsere Aufgabe, da am Samstag alles für zu tun, mit der Seriosität, mit der Professionalität, mit der Disziplin, mit dem Willen, mit dem, was man braucht, um dieses Endspiel zu gewinnen. Und dann werden wir sehen. Also wir können jetzt nicht glauben, dass sich das so einfach wiederholt, was vor 3 Jahren da dann sich nach dem Abstieg entwickelt hat. Um die Qualität zu halten, muss der Verein eine enorme Summe aufbringen. Viele Sponsoren haben schon ihre Zusage erteilt. Auch eine Fanaktion läuft gerade. Bei der können Fans Geld an den Verein spenden, indem sie Tickets für ein fiktives Spiel kaufen. 2000 Karten wurden schon verkauft. Weitere solcher Aktionen sind in Planung. Nur mit einer ordentlichen Summe lässt sich laut Trainer Wollitz ein gutes Grundgerüst bauen. Vierte Liga, was die Bedingungen sind, sind gut. Nur zum Profifußball gehört das nötige Kleingeld. Und da steht der Etat nicht. Und wenn ein Etat nicht steht, dann haben wir Schwierigkeiten. Der große Wunsch ist jetzt kurzfristig, das Pokalfinale zu gewinnen. Um die Schwere wissen wir, weiß ich. Und dann hoffe ich, dass sich das so entwickeln kann in den nächsten Tagen, dass man sagt, okay, das ist die Möglichkeit. Man muss die gleichen Voraussetzungen zumindest von den finanziellen Möglichkeiten haben wie vor 3 Jahren. Ansonsten, sage ich Ihnen, wird es schwierig, den Profifußball zu erhalten. Das ist meine persönliche Meinung. Energie Cottbus muss also als Sieger aus dem Pokalfinale hervorgehen. Das wäre dann der insgesamt 9. Pokalsieg. Anpfiff ist um 14.15 Uhr im Stadion Vogelsang in Rathenow. Der Sieg könnte der erste Schritt in Richtung Wiederauferstehung sein, damit die Fans bald wieder singen können. Ja!